Ich darf euch Sie sehr herzlich nochmal begrüßen nach dem ersten Pflichtspiel im Jahr 2022. Hätten wir uns natürlich alle das Ergebnis anders vorgestellt. Ich gehe davon aus, der Trainer wird uns jetzt erklären, warum es aus seiner Sicht so gekommen ist, wie es war. Ferl, bitte ein Resümee aus deiner Sicht zu diesem leider 1:2 gegen den TSV Hartberg. Ja, absoluter Selbstfaller, natürlich enttäuschend. Wir haben uns einfach da so verunsichern lassen durch einen Fehler, dass wir in dieser Phase des Spiels, 24. Minute, glaube ich, war das Tor, 25, korrigiert es mich, bis kurz nach der Halbzeit, bis zum Doppeltausch, haben wir einfach komplett den Zugriff verloren, haben schlechte Entscheidungen getroffen, haben nicht mehr selbstbewusst agiert, der Mut hat gefehlt und das war einfach der Auslöser, dass wir das Gegentor gekriegt haben durch einen Eigenfehler. Grundsätzlich haben wir in dieser Phase so viele Eigenfehler gemacht, das ist für ein K.O.-Spiel, egal für welchen Gegner, einfach zu viel. Das muss man auch ganz klar festhalten und dann weiß ich nicht, wen man da dann schlagen kann. Vor dem Gegentor bin ich sehr zufrieden. Haben wir alles auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen haben. Wir waren viel in der gegnerischen Hälfte, wir waren intensiv, wir haben uns Chancen herausgespielt. Der Gegner, war einmal flach über der Mittellinie oder so auf die Art, wenn überhaupt. Und dann mit dem Doppeltausch haben wir wieder gut ins Spiel gefunden, haben uns viele Torchancen erarbeitet über Standards, wo oft Kleinigkeit gefehlt hat und auch in Unterzahl, das ist dann auch noch dazu gekommen, haben wir die Sache gut gemacht und da ist es sicher nicht am Willen gelegen. Danke sehr, dann darf ich euch wie gewohnt um Fragen bitten und auch die erste im neuen Jahr geht an den Christian Hackl vom Standard. Die nette Dame kommt mit dem Mikrofon. Christian, bitteschön. Du, gibt es wahrscheinlich jetzt wieder keinen Titel, muss man sagen. Ja, du hast irrsinnig hohe Erwartungen gehabt. Wahrscheinlich tut das jetzt richtig, richtig weh, das Ganze. Weil das irgendwie, du warst sehr optimistisch, glaubt ihr alles. Und man hat sich wirklich in Ansätzen auch gesehen, dass irgendwas passiert ist. Ja, das hat man wirklich gesehen, glaube ich. Ich war selber überrascht, dass es so gut zeitlang funktioniert hat. Wir haben es schon gezeigt, wir haben es uns erarbeitet, die Jungs haben das auch wirklich gut umgesetzt. Aber es ist auch was passiert in dieser Woche mit uns, das muss man einfach sagen. Es ist kurzfristig zu einigen Ausfällen gekommen. Dementsprechend haben wir nicht nur unsere Startformation verändern müssen, sondern den gesamten Kader. Wir haben, ich hoffe, es kommen nicht mehrere Ausfälle dazu, weil ich bin mir nicht sicher, ob heute dann wirklich alle so fit waren, wie es normal sind. Da hat uns einfach in dieser Phase, denke ich, schon Routine gefehlt. Und das ist natürlich zurückzuführen, wir haben ein paar Ausfälle gehabt und die haben halt dann nicht kompensieren können für diese schwierige Phase. Davor und danach haben wir es gehabt. Und die Enttäuschung, ich habe wirklich nicht an einen Titel gedacht. Ich habe Gott sei Dank immer nur, denke ich, zu Spiel. Und wäre wünschenswert gewesen, wir haben es uns erhofft. Es hätte einfach diesen Weg, was wir eingeschlagen haben, auch fortgesetzt. Der Weg geht weiter, aber einen Titel werden wir nicht mehr holen. Voraussichtlich. Was bedeutet das für Salzburg? Oder ist das jetzt ganz äußerst irgendwie offen, weil du nicht weißt, was jetzt noch passiert, wer noch ausfällt? Ja. Ist das der Grund? Jetzt werden wir das Spiel wie immer sachlich analysieren, die Dinge ansprechen und das Gute ist oft, aus Niederlagen lernt man mehr als von Siegen. Letzte Frage noch. Du, Ivan Feld, einen überragenden Spieler und natürlich gehört der Red Bull Salzburg gesehen. Ich müsste wissen, wie die Mann in DRA so ein Spieler von so einer Qualität, was scheint Rapid nicht zu haben. Oder nur heute nicht, weiß ich nicht. Also sie haben in dieser Phase unter anderem auch die entscheidenden Zweikämpfe in der Mitte gewonnen. Und da haben wir uns in dieser Zeit nicht wehren können. Danke.
Danke sehr. Bitte Christian Reichel, Kronenzeitung. Du kennst die Mannschaft nun doch schon einige Wochen. Hättest du gedacht, dass so ein Fehler eine Mannschaft oder deine Mannschaft derart aus dem Konzept bringen kann? Hat mich schon ein bisschen überrascht. Also ich glaube, da sind wir weiter. Okay, war nicht so. Gestärkt daraus kommen. Handelt es sich bei Ljubicic und Funtas um Corona-Ausfälle oder? Es sind jetzt nicht alle, die krank sind, haben Corona, aber es sind ein paar dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es nennen darf oder nicht. Wie du, das ist deine Entscheidung. Ist meine oder ist dann... Immer. Aber nachdem wir das im Vorfeld der Partie jetzt schon so kommuniziert haben, ich glaube, es macht da jetzt nicht so viel Unterschied, warum ein Spieler ausfällt. Krank ist krank, leider. Es war nur die Frage auf deine Aussage vorhin, dass du eben nicht sicher bist, ob es noch mehr erwischen wird. Also wir haben definitiv Corona-Fälle, ja. Nicht nur bei den Spielern, auch bei den Trainern. Bitte sehr, gibt es noch? Cluster ist noch ein bisschen übertrieben. Das Wort wird, wie gesagt, beim WRC aus dem richtigen Cluster gehabt. Also so. Ja, da war bis auf 2-3 dann. Ja. Ich hoffe, das kommt nicht. Hm. Wissen kann man es nicht. Erinnert mich, Trainer, der unter der Woche schon mehrfach gesagt, wir müssen. Ja, von Tag zu Tag. Aber ich glaube, das betrifft nicht nur Rapid momentan leider. Sondern aber es ist jetzt überhaupt keine Ausrede. Wir haben, wie gesagt, wir haben ja ein gutes Spiel gemacht. Wenn man es jetzt dritteln das Spiel, finde ich, erstes und drittes Drittel war sehr gut. Dazwischen haben wir eins auslassen. Danke. Ich glaube, Alex Huber hat signalisiert, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Eine Frage, Herr Kurier, bitte. Es waren 2000 Zuschauer zugelassen. Das heißt, es war, glaube ich, von der Lautstärke möglich einzuwirken und man hat ja sehr bald gesehen nach dem 1:1, dass es ein echter Wirkungstreffer war. Wieso war es dann nicht möglich, dass man irgendwie von der Seite die Mannschaft so wieder ins Rennen bringt, dass das wieder das gewohnte Bild da ist, weil es war ja wirklich nicht nur wegen einem Tor, sondern auch vom kompletten Auftreten wie ein Bruch. Ja, haben wir probiert, hat es nicht geglückt. Dazu ist gekommen, der Maxi Hoffmann hat sich gleich verletzt, dann haben wir müssen noch wechseln, dann wäre der Elfmeter gewesen, der was eh keiner war und solche Dinge machen was mit Spielern, da passiert was im Kopf und das nicht zum Positiven. Das hat man dann auch gesehen. Du hast letztes Mal gesagt, bis Montag kann sowohl bei Zu- als auch bei Abgängen noch was passieren. Jetzt nehme ich mal an, alle, die heute nicht gespielt haben, haben wegen krankheitsbedingten Sachen nicht spielen können. Rechnest du jetzt zumindest einmal, dass der Kader, der jetzt da ist, dir erhalten bleibt? Ja, auch das ist jetzt, glaube ich, unabhängig vom heutigen Spiel zu betrachten. Wir haben gesagt, solange die Transferzeit offen ist, kann es in beide Richtungen was geben. Ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, jetzt alles zu verteufeln und alles schlecht drin. Wie gesagt, das waren gute Phasen und das müssen wir einfach schaffen über 90 Minuten. Danke. Dann trotzdem danke natürlich fürs Interesse, schönes Restwochenende noch und wir haben dann schon nächsten Freitag den Auftakt in die Bundesliga-Spielzeit bezüglich Termine und ähnliches folgt dann am Montag das Update. Schönen Abend noch, danke. Schönen Abend, danke.